Servus, hallo und willkommen zurück zu The Witcher Part 22. Im letzten Part haben wir mit dem Privatdetektiv gesprochen und die Salamandra haben uns aufgelauert. Sie wollen uns auf jeden Fall aufhalten, aber das lassen wir natürlich nicht zu. Wir haben auch die Sachen hier, glaube ich, alle mitgenommen, alle wichtigen zumindest. Und ich würde jetzt ganz gerne mal ein Gasthaus oder sowas mir anschauen. Wir sollen ja bei den Wachen rumfragen, im Kerker rumfragen, um weitere Informationen zu kriegen. Hier wird es uns angezeigt, ein Lagerhaus. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal um, was wir hier so haben. Was? Ah, Kalksteins Haus, cool. Kalkstein kennen wir doch, das ist dieser verrückte Alchemist. Tor zum königlichen Schloss. Komme ich wirklich nicht mehr zurück nach Vizima? Also zum Umland? Okay, da würde ich gern hin. Ein Kräuterkundler. Nein, ich wollte zum Kaufmann. So, Kaufmann. Krankenhaus haben wir hier. Krankenhausgarten. Haus des Healers. Für all diejenigen, die nicht wissen, was ein Healer ist. Das ist jemand, der gestohlenes Zeug verkauft. Das gehört ihm quasi nicht. Das heißt noch nicht mal, dass er es gestohlen haben muss. Aber es kann auch sein, dass er es abgekauft hat. Das ist dann sogenannte Healerware. Der Stadtkerker, da wollen wir auf jeden Fall hin. Vincents Posten. Händlerviertelturm. Da könnte man auch hin. Städtische Kloake, ja, da sind wir. Ist ja klar, dass wir bei der Kloake wieder rumrennen. Tor zum Deich. Komm ich hier, wo komme ich hier denn raus, Freunde? Komm ich hier, war es das wirklich schon? Egal, wir verkaufen erstmal unser Zeug, dass unser Inventar mal ein bisschen leerer wird. Denn ich habe so ein bisschen die Befürchtung, was diese 100% angeht, das könnte jetzt ein bisschen schwanken. Einfach aus dem Grund, weil ich im Umland von Vizima nicht komplett alles abgegrast habe und das nagt richtig an mir. Das nervt mich, denn wir haben eine sehr tolle Szene verpasst. Ich habe bei einem Let's Play von einem Kollegen reingeschaut, den ich sehr gern schätze. Und der ist auch am The Witcher zocken. Wollte mir da so ein bisschen, ja, so Tipps abgucken sozusagen, weil er hat das Spiel schon öfter durchgespielt. Er hat sozusagen eine Ahnung davon. Sind wir da? Nein, das sieht mir eigentlich nicht nach einem Händler aus. Naja, der rote Punkt markiert die Stelle, ist mir schon klar, aber muss ich da wirklich rein? Steht da nicht irgendwie angeschrieben, dass er derjenige welche ist? Na, wie dem auch sei, ich habe bei ihm eben, bei diesem Let's Play-Kollegen gesehen, dass da noch ein bisschen mehr geht. Stadtbewohnerin? Ich hoffe, dass ich da zum Umland wieder zurückkehren kann. Nur etwas Ruhe. Mein Mann duldet nicht, dass ich mit Fremden rede. Oh, er ist wohl eifersüchtig. Na gut, von mir aus. Fackel wollen wir nicht haben. Wir haben ja unsere Katzentränke dabei. Was ist das? Der Obst und Nüsse. Das gab's drüben noch nicht. Brauchen wir das überhaupt? Speisen, Vitalität. Ach, ich weiß nicht. Ich nehme so ungern Speisen. Ich bin eher so der Tränketyp. Speisen dauern mir zu lange. Vielleicht kommt das noch. Okay. Ich will euch nur mit dir reden. Was glotzt ihr so? Auch auf euch wartet das Alter. Oh nein, bitte nicht. Was glotzt ihr so? Auch auf euch wartet das Alter. Zuckerpuppe, Speise. Können wir da uns da in dem Spiegel sehen? Nein, wir sind so hässlich, dass wir uns nicht mal selbst betrachten können. Nee, Spaß beiseite. Ich möchte als Kerl jetzt nicht beurteilen, ob Gary von River sexy ist oder nicht. No homo. Machen wir jetzt nicht hier. Ein altes Regal, haben wir das schon angeguckt? Ja, hier gibt's Bier. Ah, ist aber nur wenig Alkohol. Ich brauche starken Alkohol. Ich arbeite zu viel. Ja, dann komm halt mit. Weiß ja, ich nagel alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wo ist dieser bescheidene Händler? Das gibt's doch nicht. Ich bin jetzt den ganzen weiten Weg hierher gerannt. Moment. Was? Ich will jemand tot sehen. Ach, einer der Salamandra. Hallo, ist ein Meuchelmörder? Ist es nur einer? Du bist ja verrückt, mir gegenüberzutreten. Das ist natürlich kein Gegner für Gary von River. Hat er irgendwas dabei? Ein Fistech. Droge. Eine starke Droge. Jo, nimm mal mit. Drogen können wir immer gebrauchen. Das Amulett. Ich weiß gar nicht, wer das Amulett nochmal haben wollte. Ob das nicht schon wieder im Umland war. So.
Kann ich da vielleicht irgendwie hinten rum? Über eine Seitengasse oder sowas? Zieht euch das mal rein. Das muss doch hier sein. Ich krieg gleich die Krise. Oder vielleicht steht er hier draußen und ist jetzt einfach nur mal kurz auf dem Klo. Weißt du, und ich mache mir hier voll den Kopf, wo der Kerl bleibt. Oder hier vielleicht. Dass das ein längeres Haus ist. Nein, hier auch nicht. Werbung, ja. Wofür wird denn geworben? Sonderangebot diesen Monat. Massakerlangmesser, jeweils nur 10 Orens. Komplettes Waffenangebot auf Lager. Schild, ja, schön, Schild. Marktplatz. Ja, wenn ich hier wenigstens mal hier jemanden finden würde, der mir Zeug verkauft, wäre schon ganz nett. Hallo? Jemand zu Hause? Im Kleiderschrank hat man Käse. Ja. Warum auch nicht? Damit die Kleidung einfach ein schönes Aroma bekommt. Was soll das jetzt? Nein, nein. Du bist jetzt nicht extra außen rumgelaufen, damit du das aufmachen kannst. Ach, Geralt, Mensch. Was ist das? Marihuana? Nee, Marihuana sieht anders aus. Schweinefleisch. Mittlerer Alkoholgehalt. Ja, das nehmen wir mal mit. Ich wollte Zeug verkaufen, weißt du? Ich wollte einfach mein Zeug loswerden. Was mache ich? Ich sammle schon wieder. Schön, richtig schön. Feuersteine stacken, das heißt, den nehmen wir uns mit. Der verbraucht keinen Platz im Inventar. Na komm. Okay, wenn der Händler nicht da ist, dann haben wir vielleicht bei jemand anderem Glück. Oder vielleicht ist er irgendwie im Untergrund oder sowas. Er muss ja dann auch irgendwo hier sein. Hier. Ich bleib dabei. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Dann mache ich's halt so und gehe mal der Hauptquest nach, bevor wir hier weiter dumm rumlatschen. Vielleicht tauchen sie dann auf. Genießen einfach mal die abendliche Stimmung. Irgendwo schreit hier eine Katze. Oh, ist das cool. Ich liebe so Details. Krankenhaustür. Nein, da wollen wir noch nicht hin. Da kommen wir doch früh genug hin, habe ich das Gefühl. Ja, ja, der sollte es das nicht wert, ich weiß. Das denke ich mir auch manchmal, ja? Bei meiner Arbeit. Also es ist einfach alles nicht wert. Das ist das Schöne, weißt du? Irgendwie, Let's Plays sind ja was Öffentliches und du darfst hier über die Arbeit upragen, ohne dass das jemand sieht. Schreibst du das auf Facebook, bist du sofort... Wirst du kalt gemacht, wenn du unter dem richtigen Namen drin bist. Es gibt tatsächlich Leute, die gekündigt wurden, weil sie während ihrer Arbeitszeit geschrieben haben, total langweilig und scheiß Arbeit und überhaupt. Dann hat mal der Chef reingeguckt unter dem Namen. Tja. Derjenige oder diejenige wurde dann gekündigt. Deswegen, Freunde, wenn ihr unter eurem richtigen Namen in Facebook seid, niemals etwas Schlechtes über die Arbeit posten. Ganz im Gegenteil. Wir sind hier beim Tempelplatz. Was ist denn das? Wachlokaltür. Was ist denn ein Wachlokal? Darf man da nicht schlafen, oder was? Okay, das interessiert mich jetzt. Ein Wachlokal. Posten des Ordens. Oh, nee. Ich nehme einfach mal das Zeug mit und hau wieder ab. Stack das wieder? Nee, wir haben wieder zwei neue aufgenommen. Das heißt, ab 10 hört das auf. Toussaint Rot haben wir. Das heißt, das können wir mitnehmen. Ist hier jemand? Ich sehe gerade niemanden. Nee, hier ist niemand. Uiuiui, da hat sich jemand aber echt gut eingedeckt. Schwert des Ordens. Ein Stahlschwert. Was haben wir hier? Ein Hexer-Stahlschwert? Ein Hexer-Silberschwert. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe immer noch nicht verstanden, wozu das ist. Wir können ja auch hier so eine kleine Waffe, wenn wir haben wollen, ne? Macht irgendwie für mich noch gar keinen Sinn. Ja, komm, wenn wir die Feuersteine schon haben, dann können wir die später wenigstens verkaufen. Bis 10 weiter gehe ich da diesmal nicht. Jackpot, Baby, was haben wir hier? Grundstoff, Fett. Wenig Alkohol. Ja, Feuerstein. Blume und Flamme, Buch. Ein Werk über den Orden der Flammenrose. Seine Geschichte, seine Dogmen und sein... Bla, will ich nicht lesen.
Geisterscheinungen und die Verdammten. Jo, das nehmen wir uns mit. Und lesen das Ganze mal. Das Buch enthält Informationen über Mittagserscheinungen. Da steht wirklich Mittagserscheinungen. Nachterscheinungen, Geister und die schreckliche wilde Jagd. Oh. Ungeheuer, Zutaten. Zutaten. Ich suche gerade noch die wilde Jagd. Kommt das noch? Wieder Zutaten. Ungeheuer, wilde. Ist das ein... Ernsthaft, das ist ein Ungeheuer? Ich dachte, das ist eine Aktion. Also so sieht eine Erscheinung aus. Wow. Spukt an den Orten, wo sie starben oder begraben wurden. Yay. Immunität gegen Blenden und Blutenversuche. Gegen Silber und Geisteröl. Alchemie, Todesstaub und Ektoplasma gefällt ihnen überhaupt nicht. Will man eine Erscheinung loswerden, muss man zuerst ihren Körper finden. Man versucht es in ungeweihter Erde oder in der Ecke eines Friedhofs, wo Gesetzlose begraben werden. Wenn man den Leichnam ausgräbt, wird man feststellen, dass er nicht verwest oder auf Blut und den Lippen hat. Und Blut, ah, okay. Man durchbohre den Leichnam mit einer, wie sich das anhört, wie so eine Kochzutat. Man nehme zwei Eier und durchbohre den Leichnam mit einem Espenpflock. Schneide den Kopf ab, lege ihn dem Leichnam zwischen die Beine und zünde alles an. Sicher ist sicher. Dann kehrt die Erscheinung niemals zurück. Es sei denn, man macht etwas falsch. Dann ist es um euch geschehen. Das ist eine Mittagserscheinung. Und eine Nachterscheinung. Interessant. Dem wurden sogar die Augen zugenäht. Wilde Jagd. Okay. Die wilde Jagd erscheint am Himmel als Vorbote von Krieg und anderen Unglücken. Manche halten sie für ein rein magisches Phänomen. Keine Horde von Geistern. Elfische Quellen bezeichnen sie als rote Reiter. Es ist nicht bekannt, wie man gegen sie kämpfen könnte. Vieles ist nicht bekannt. Taktik. Krieger der wilden Jagd müssen nicht kämpfen. Sie rufen ein solches Grauen hervor, dass Leute bei ihrem Anblick in Entsetzen ausbrechen. Es sind Fälle von Entführungen durch die wilde Jagd bekannt. Alchemie, Hauch der Jagd. Die wilde Jagd ist eine Horde von Geistern, die bei Sturm über den Himmel ziehen und als Vorboten des Unheils gelten. Ihr Auftritt zieht Krieg und Verderben nach sich, ähnlich wie ein Komet. Die geisterhafte wilde Jagd erscheint den Verfluchten oder vom Schicksal Auserwählten manchmal in Träumen. Es ist deswegen so wichtig, weil der dritte Teil ja Wild Hunt heißt, übersetzt die wilde Jagd. Macht das jetzt ein bisschen mehr Sinn? Geralt hat ja seine Erinnerung in einem Krieg verloren. Nach einem Krieg. Und wir wollten hier eigentlich hin, oder? Ich bin müde. Ja. Komme ich hier irgendwo runter? Nein, komme ich nicht. Ein Büschel hält mich da daran fest. Moment, ich habe das doch diesmal ausgewählt. Ja, habe ich. Was bist du für einer? Ritter des Ordens? Hey. Unsere innere Stärke wird die Welt heilen. Ja, ja. Genau. Beten statt kämpfen. Das bringt die Toten sicher um. Ich bin müde. Ach, jetzt heul doch nicht ständig rum. Es kann doch nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit immer rumirren bin und überhaupt keinen Plan habe, wo es lang... Okay. Unglaublich. Isima kann sich eines anrüchigen Viertels rühmen. Da steht er auch noch drauf, Igitt Ratten. Vielleicht sind wir jetzt im unteren Teil, wo ich hin wollte und können da endlich hin. Das kann auch sein. Probieren wir das einfach mal, wie weit wir hier kommen. Ein bisschen Shopping in Visima. Also da geht's jetzt rein theoretisch rein. Ja, genau. Ach, du stinkst auch. Wasch dich mal. Hier sind erstmal Wände. Hier komme ich nicht weiter. Gasthaustür. Okay, auch das wäre cool. Da können wir auch unser Zeug verkaufen. Wer
ist er. Oh, hoffentlich überlebe ich diese Nacht. Junge Frau, ich rette Sie, Banditenanführer. Ach, und der will mich nicht angreifen, was? Na gut, ein Bandit und ein Meuchler sind auch nicht zwangsläufig dasselbe. Was ist das für ein Schild? Stramme Hüften. Okay, tut mir leid, Leute. Scheiß aufs Shopping, wir gehen zu Stramme Hüften. Was geht hier ab? Oh, hallo. Wollt ihr euch ein wenig entspannen, mein Hübscher? Nur ein wenig? Kommt drauf an. Ich bin für alle Vorschläge offen. Plaudern wir. Na gut, reden wir. Aber ich hoffe doch auf mehr. Überrascht mich. Liebe ist wie eine Birne. Süß und wohlgeformt. Versucht einmal, ihre Form zu beschreiben, aber ohne Birne zu sagen. Oh. Weißt du, da steht so eine Frau vor dir und dann willst du mit dir reden. Zwinker, Zwinker! Genau. Versuch doch, sie mir zu zeigen. Ich bin kein Poet, aber ich erkenne ein reifes Früchtchen, wenn ich eins sehe. Oh, ich glaube nicht, das ist so ein bisschen... Damit beleidigt er quasi ihr Alter. Sie sieht ja relativ jung aus. Versuch doch, sie mir zu zeigen. Nicht so hastig. Wir haben uns doch eben erst kennengelernt. Ach, jetzt kommst du mir wieder so. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Arbeiten viele Mädchen wie ihr in Visima? Habt ihr etwas Ungewöhnliches als Unterhaltung zu bieten? Adieu. Mal sehen. Arbeiten viele Mädchen wie ihr in Visima? Sehr viele, aber ich bin die Hübscheste. Zweifellos. Schön, euch zu sehen. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Ein paar Männer machen meinen Mädchen Ärger. Kümmert euch darum und wir belohnen euch. Großzügig. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wo kann ich sie finden? Andererseits, er sagt, das ist keine Arbeit für einen Hexer. Ach, wir helfen ihr. Wir wissen doch, was dabei rausspringt. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wo kann ich sie finden? Ich kenne drei Plätze, die sie nachts frequentieren. Markiert sie auf meiner Karte. Ich kann doch eh nicht hinlaufen. Leichte Mädchen. Oh, ich hab Schmerzen. Euer Schwert ist groß. Und der Rest? Weiße Bescheid. 250 Orens. Ja, komm. Ich weiß nicht, wie in Türmen eingesperrte Prinzessinnen ihre Dankbarkeit zeigen, wenn sie befreit werden. Aber ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich nehme euch beim Wort. Was für ein schönes Ende für diesen Part. Und ob wir uns zuerst um die Salamandra kümmern, unser Zeug verkaufen, weiter, habe ich dir gerade Prostituierte gelesen? Ja gut, sie ist eine Hure. Tut mir leid, dass sie dieses schlimme Wort lesen musstet. Ob wir uns um die Belange von Carmen kümmern oder was wir treiben, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!